Dieser winzige Racker ist Balu, ein kleiner männlicher Gallimimus, und der ist leider als Ei aus dem Nest gefallen und eine Klippe runtergerollt. Und dort war er dann ganz auf sich allein gestellt. Zum Glück war in seiner Nähe ein kleines Insektennest, von dem er sich nähern konnte und sich jetzt bis zu diesem Status durchschlagen und durchkämpfen konnte. Er ist jetzt aktuell noch sehr, sehr klein, wie ihr sehen könnt. Also ist noch winzig, hat noch einen weiten Weg vor sich, bis er dann größer und schneller ist, um dann halt auch Angriffe zu überleben. Und wir befinden uns auch gerade mitten in der Nacht. Was sollte gleich die Sonne aufgehen? Als allererstes brauchen wir auf jeden Fall Fressen. Das Besondere an dem Gallimimus ist, dass das ein Omnivor ist. Der kann sowohl Pflanzen und Gras als auch Käfer und sowas essen. Also der kann solche Bauten ausgraben und da kommen, glaube ich, Käfer und Insekten raus. Das müssen wir dann gleich mal testen. Ich würde jetzt auch erstmal sagen, dass wir da vorne hingehen. Da scheint Wasser zu sein und auch Butter. Das klingt doch wie ein Jackpot, aber erstmal müssen wir da hinkommen, weil im Dunkeln mit dem hohen Gras und bei der Körpergröße ist es gar nicht so einfach. Aber die Blumen hier scheinen essbar zu sein. Man hört, irgendwas ist hier in der Nähe. Ich würde ja eigentlich erstmal sagen, dass wir niemandem vertrauen. Aber ich will jetzt erstmal hier die Diät auf, wenn das geht. Und auch unseren Magen natürlich. Ich meine, es ist ja auch so, dass man zwei Diäten gleich haben darf und nur eine muss sich unterscheiden, damit man den maximalen Wachstumsboost bekommt. Ihr habt auch viele Tipps in die Kommentare beim letzten Video geschrieben. Vielen, vielen Dank dafür. Ne, steigt gar nicht. Dann würde ich das jetzt erstmal so lassen, dass wir noch ein bisschen Platz im Magen haben. Falls wir noch was anderes finden, können wir mal eben schauen, was wir essen müssen. Krabbe, Mango, Frösche, Sumak, ich weiß gar nicht, was das ist. Kürbisse und Wurzeln. Und dann sollten wir erstmal uns weiter bewegen. Also gefressen haben wir jetzt ja. Deswegen kann uns eigentlich gar nicht so viel passieren gerade. Wir sind ja auch relativ klein und flink, also wenn uns was angreift, müssen wir uns halt schnell verstecken. Pteranodon. Müssen wir in den Wald. Hat er uns gesehen? Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, am Horizont fliegt einer. Okay, der scheint uns nicht gesehen zu haben. Ihr könnt es wahrscheinlich fast gar nicht sehen, ne, da hinten. Zum Glück sehr weit weg. Wir gehen weiter. Wir sollten wieder in den dichten Wald gehen. Ist wahrscheinlich besser für uns. Ist halt gerade so eine Phase, wo man nicht viel sieht. Aber die Sonne geht da hinten schon leicht auf. Ich werde auch in das Gebiet erstmal rennen. Aber nicht mehr auf den offenen Wiesen. Das ist mir zu gefährlich. Weil ich glaube, so ein Pteranodon, der freut sich über einen kleinen Gallimimus. Oh, endlich die ersten Sonnenstrahlen. Jetzt könnt ihr mich auch mal in voller Farbe sehen. Na, so halb. Mit Schatteneffekten. Guck mal, wie schön. Relativ gut getan von den Farben. Aber das verändert sich ja auch noch, wenn wir wachsen. Und apropos wachsen, wir müssen halt jetzt zusehen, dass wir mehr Futter finden. Damit wir das Wachstum beschleunigen. Am besten irgendwas anderes, irgendwie Insekten oder so. Deswegen werde ich jetzt auch nicht zu den Blättern da gehen, sondern werde mal gucken, ob ich irgendwie was anderes finde da oben an Symbolen. Da wäre zum Beispiel was. Aber das haben wir schon. Aber das würde ich trotzdem auffüllen. Weil zwei Stück dürfen wir ja haben von diesen gleichen Diäten. Dürfte hier vorne schon irgendwo sein. Ach, da. Eine süße Mango oder was das ist. Ich komme irgendwie nicht so richtig ran, weil die da auf der Klippe liegt. Ach, ich muss sie pflücken. Oh. Ja, okay. Und wie kann ich die jetzt fressen?
Und fressen, okay. Ist auch ein recht guter Spot. Eine gute Übersicht. Wir füllen jetzt mal unten rechts die zweite Diät da auch komplett auf, wenn das geht. Wir müssen halt mal schauen, der Magen ist halt schon sehr voll. Kann halt gut sein, dass wir gleich schon gesättigt sind, bevor das voll ist, das Symbol. Ich habe mal noch eine zweite gepflückt, weil ich was testen wollte. Ich hatte nämlich diese Hinweise ausgestellt, deswegen stand da nichts, welche Tasten ich drücken muss. Habe ich jetzt wieder angemacht. Aber der nimmt ganz süß die Mango so in die Hände. Voll niedlich. Frag mich, ob der zwei Sachen tragen kann. Nee, kann er nicht. Hätte ja sein können, dass er eins in den Mund nimmt und eins in die Hand. Wieder irgendein Rascheln. Nimm einfach mal eine Mango mit. Warum nicht? Zwar nicht mehr viel dran und wir haben die Diät schon zweimal. Aber was man hat, hat man. Man weiß ja auch nie, wem man begegnet. Wenn wir zum Beispiel irgendeiner Pflanzenfresserherde begegnen, könnte man denen die Mango hinlegen und dann denken die gleich so, oh, ein Geschenk, den nehmen wir auf. Weil das wäre halt so das Beste für uns, ne? Wenn wir eine Herde finden, wo wir uns anschließen können. Oder zumindest einen zweiten Gully wäre schon gut. Weil es gibt so einen Buff, wenn man zu zweit ist als Gully, dass man so einen Speed-Buff bekommt. Wenn man rennt und dann, glaube ich, den Einserschrei hier macht, dann bekommt man einen Buff. Oh, das scheint ein interessanter Ort zu sein da vorne. Ich glaube, den Ort kenne ich. Bin mir aber gerade nicht sicher. Wir müssen gleich mal runter zum Strand gehen. Weil wenn das der Ort ist, den ich kenne, dann können wir dort trinken. War ziemlich sicher, ist das der Ort. Okay, perfekt. Das heißt, wir müssen nur einmal hier ein bisschen am Wasser entlang. Genau, hier durch die Höhlen. Und dann haben wir gleich eine Trinkstelle. Da unter diesem Steinbogen ist nämlich so eine Süßwasserpfütze. Pteranodon, ich war gerade in den Settings. Oh mein Gott. Aber irgendwas gefällt mir gerade noch nicht an der Grafik. Na, ist egal. Wir trinken jetzt schnell und dann hauen wir ab. Der Pteranodon scheint gerade nicht böse zu sein, sonst hätte er uns angreifen können. Dann gehen wir jetzt auch weiter. Seht ihr das, wie pixelig das teilweise ist? Das ist halt das, was mich gerade ein bisschen stört. Also irgendwas scheint hier noch nicht richtig in Ordnung zu sein an den Settings. Aber ich will erstmal irgendwo in den Wald gehen, dann kann ich nochmal in die Game-Settings schnell reinluschern. Am besten an einem Ort, wo wir auch nicht sterben, während ich das mache. Ich habe jetzt alles eingestellt. Und der Pteranodon ist immer noch hier. Keine Ahnung, was der will. Der scheint uns auf jeden Fall zu beobachten. Gerade ein schönes Bild. Pteranodon ist auch wieder am Start, aber der greift uns nicht an. Das könnte unser Freund werden. Aber das ist eigentlich nicht die Art Freund, die ich wollte. Also ich hatte eher an eine Pflanzenfresserherde gedacht. Aber ich fand das hier gerade so mega schön, deswegen wollte ich unbedingt mal kurz hier ein paar Screenshots machen. Sieht schon nice aus. Und weiter geht's. Vielleicht warnt er uns ja auch, wenn Gefahr kommt. Er ist auf jeden Fall uns nicht böse gesinnt. Aber ich werde trotzdem jetzt Richtung Dschungel gehen. Ich glaube, da, wo wir getarnt sind, das ist besser. Weil wir sind ja auch relativ gut von den Farben. Schön grün. Oh, was ist das denn da für ein Symbol? Da könnten wir mal hingehen. Das sieht interessant aus. Das könnte, glaube ich, einer dieser Bauten sein, wo wir nach Käfern graben können. So sieht das Symbol zumindest aus.
Und da mit der Kralle irgendwie da irgendwas aufkratzen. Ist sogar wieder hier am Strand. Ah, das Ding ist das, glaube ich, ne? Oh ja, das geht. Und ich glaube, wir hatten keinen Erfolg. Also diese Dinger können dann wohl auch leer sein. Ist natürlich doof gelaufen. Aber hier scheint noch eins zu sein. Da ist auch was rausgekommen jetzt. Haben wir, glaube ich, jetzt gekillt. Und jetzt können wir es auch greifen. Perfekt. Okay. Wir haben unsere erste Beute erlegt. Das ist wie ein kleiner Kompi oder so. Habe ich jetzt mal gegessen. War auch irgendwie nur einen Haps. Und hat jetzt auch nichts zu irgendwelchen Diäten beigetragen. Aber Krabbe ist auch dieses Symbol. Das bringt uns nichts. Also ich glaube, wir müssen einfach in ein anderes Biom. Weil jetzt hier an der Küste gibt es ja wahrscheinlich auch Krabben und sowas, aber ja, nee, das ist halt nicht das Ziel. Da oben ist auch eine Frucht dran. Okay, jetzt haben wir sogar in der Luft gepflückt. Oh, das hat geklappt, nicht schlecht. Sie leider direkt fallen lassen, weil ich zu oft gedrückt habe. Aber sie ist jetzt am Boden. Sehr schön. Können wir uns die hier ein bisschen rausholen? Und jetzt sollten wir die auch essen können. Ja, füllen wir dann nochmal rechts unten unsere Diäten auf. Und dann geht's weiter. Weg von hier. Immer so scary, wenn man am Wasser ist. Ich werde jetzt einfach schnell trinken. Bin gleich voll, Gott sei Dank. Ist immer super gruselig wegen den Krokodilen. Wahrscheinlich müssen wir gleich den Fluss überqueren. Ich glaube, daran kommen wir nicht vorbei. Das ist halt ein gefährliches Unterfangen. Wahrscheinlich ist der beste Weg, das einfach schnell an einer schmalen Stelle zu machen. Ohne groß zu überlegen. Weil je länger ich beobachte, desto höher ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch gesehen werde. Und dann warten die halt nur darauf, dass ich das mache. Gut, dass der so weit springen kann. Die Hälfte des Flusses haben wir einfach mit einem Jump überquert. Hat doch super geklappt. Und jetzt straight Richtung Norden. Wir haben was gefunden. Oh, sehr schön. Das ist jetzt eine andere Diät. Ein anderes Symbol. Pteranodons und auch andere Tiere. Ach, hier sind Kürbisse. Okay, die fressen wir mal. Ist halt voll nah am Ufer, das gefällt mir gar nicht. So, die Diät ist voll. Jetzt haben wir besseres Wachstum. 30% erhöht. 61% schon. Wir sind schon gut gewachsen. Nicht schlecht. Ich würde jetzt mal kurz da gucken, was da gebrüllt hat. Weil eventuell sind das ja Stegos oder so. Da könnten wir uns da anschließen vielleicht. Oder zumindest den Schutz der Stegos genießen. Wäre ja nicht schlecht. Mal da vorne auf dem Felsen. Ich glaube, da ist was. Ich spring mal rüber.
Ja, da liegen Stegos, glaube ich. Oh, habe ich das doch richtig gehört? Wie cool. Meint ihr, wir können uns anfreunden mit denen? Da ist auch ein Galli. Oh, das könnte unsere Pflanzenfresserherde werden. Ich hoffe, die akzeptieren uns. Boah, das wäre ja perfekt. 4 Stegos, ein Galli. Da läuft noch ein Stego rum. Geh einfach mal hoch, ja? Sticks ist unser Mate. Aber der ist kleiner als wir. Jetzt haben wir irgendwie ein Baby adoptiert. Was geht denn jetzt ab hier? Ich will eigentlich bei den Stegos bleiben. Ein Tenonto ist da auch. Ich glaube, wir haben erfolgreich eine Pflanzenfresserherde gefunden. Das ist richtig gut. Aber irgendwie sind die sehr aggressiv. Die schlagen alle um sich. Ach, der hat den Pteranodon gekillt, der Sticks. Oha. Wir haben ein krasses Baby adoptiert. Ein Killerbaby. Ich schimm mich mal hin. Es wird auch gerade Nacht. Gerade schon wieder ein kleiner Pteranodon, der rumnervt. Ich glaube, Sticks ist nicht mehr in unserer Gruppe. Kann das sein? Ich glaube, der ist rausgegangen. Oha. Sticks hat keine Lust mehr auf uns. Der Name ist weg. Die Nacht dauert halt immer so ultra lange. Es ist halt jetzt gerade so ein bisschen diese Mond geht auf Phase, ist so noch ein bisschen heller. Aber wir müssen mal gucken, die Uhrzeit ist erst 19 Uhr. Und ich glaube, es wird erst um 6, 7 Uhr hell. Das wird eine lange, anstrengende Nacht und er hier versucht uns die ganze Zeit anzugreifen. Trinken wir auch nicht schlecht so langsam. Ich frage mich halt, ob ich das nutzen kann. Bis da vorne gerade die Stegos am Wasser sind. Die schützen mich ja hoffentlich vor Crocs. Ich dachte, ich kann über die Felsen gehen. Das war keine gute Idee. Oh, da ist auch ein Krokodil im Wasser. Oha. Nee, ist untergetaucht. War das gerade ein Kopfschütteln, dass ich es nicht machen soll? Dabei will mir eine Stelle zeigen, oder? Nein, mein Game. Oh, Client disconnected. Oh, wie schade. Es ist wieder Tag. Okay. Habe ich jetzt auch nichts dagegen, dass jetzt wieder Tag ist. 10 Uhr morgens. Finde ich ganz cool. Ein bisschen Wachstum ist jetzt natürlich verloren gegangen, aber ist nicht schlimm. Dafür haben wir Tag. Und wir sollten hier nicht trinken. Habt ihr das gesehen? Sind halt einfach Krokodile am Start. Oh,
fast runtergefallen. Aber ich kann eigentlich die Chance nutzen. Die loggen gerade alle ein. Oh mein Gott. Schnell trinken. Machen wir uns da mal eben voll, weil trinken ist immer gefährlicher als fressen. Es lauert halt so viel Gefahr in der Tiefe. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich habe mich gerade richtig erschreckt. Kommt einfach so ein Wels oder was das war. 99,93, das reicht. Essen würde ich jetzt noch nicht. Noch alles gut. Wobei wir bald wieder diese drei Pünktchen da brauchen. Können ja mal schnuppern, ob es hier sowas gibt. Ich glaube aber, hier gibt es nur das andere. Ja, das Symbol gibt es da oben. Ja, ansonsten nichts. Also ich denke mal, wenn wir die drei Pünktchen auffüllen wollen, dann müssten wir wieder ein bisschen wandern gehen. Aber ich will halt bei unserer Stego-Herde bleiben. Ich fühle mich hier schon sehr wohl. Auch wenn da unten Krokodile sind. Aber ich glaube, die kommen hier so schnell gar nicht hoch. Was ist denn eigentlich stärker, ein Stego oder ein Krokodil? Denke mal, ein ausgewachsener Stego, oder? Ich weiß es aber nicht. Meint ihr, der geht fressen? Da würde ich mich anschließen. Wir gehen mal gucken. Ein bisschen was essen würde ich auch. Ah ja, der geht wirklich fressen. Zumindest, dass wir die Diät wieder voll haben, das wäre super. So, wir lassen mal den Rest für ihn. Wir können noch ein bisschen. Er ist jetzt weggegangen. Ich gehe auch nochmal was trinken, wenn die jetzt trinken gehen. Auch wenn ich fast voll bin, aber ich nutze das. Will er gerade nicht, dass ich komme? Boah, er schützt mich mit seinem Körper. Boah, ist das super. Das ist richtig gut. Wer ist das denn? Hallöchen. Hallo, junger Mann. Ist dein kleiner Pinguin? Da springt der Kleine ins Wasser. Ach, das ist so cool.
Oh, das ist ein Krokodil. Aber das ist ein kleines. Oh, wir sind fast fertig. 99,354%. Wir haben es fast geschafft, auszuwachsen. Nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das irgendwann mal alleine schaffen. Aber der Galli ging auch relativ schnell. Wahrscheinlich werden wir jetzt gefressen von einem Krokodil, kurz bevor es passiert. Nee, wir bleiben jetzt hier oben, bis wir vollständig ausgewachsen sind. Und dann ist halt die Frage, bleiben wir bei der Stegoherde? Es wäre am sinnigsten, aber ist das so spannend? Ich will ja auch ein bisschen was erleben. Ich weiß noch nicht. Ich könnte mich halt auch auf eine Wanderung machen. Ich bin jetzt ausgewachsen, wir haben es geschafft. Oh, die gratulieren mir. Ja, jetzt ist die Frage, gehen wir? Bleiben wir hier? Oh, die bringen sowas mit. Ich fühle mich hier eigentlich echt wohl, muss ich sagen. Schon sehr friedlich und schön hier, das Feeling. Auf der Wiese. Ich meine, guckt euch das an, wie schön das ist. Wird sogar gefüttert. Oh, ein Traum. Der kleine Pinguin wird auch adoptiert. Ich kann nicht gehen, das ist meine Familie hier. Ah, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen hier bleiben. Guck mal, wie süß die alle sind. Oh mein Gott. Gerade so ein schönes Feeling. Kommst du auch mit, Kleiner? Komm. Guckt ihn euch an. Ach, das ist so schön. Unser Adoptivsohn, unser neuer. Das ist ein kleiner Cerato, oder? Ach, wie süß. Ich tue dir nichts, mein Kleiner. Oh, da drüben ist noch was. Da kommen die ganzen kleinen Babys. Was ist denn das da drüben? Ein kleiner Kano. Oh mein Gott. Und die Mama habe ich auch gefunden. Hilfe! Oh mein Gott. Sie sind direkt aufgestanden und haben mir geholfen. Meine Stego-Familie. Gott sei Dank habe ich die. Gut, dass ich noch nicht weggegangen bin. Jetzt bricht die Nacht ein. Erstmal wieder hier hoch und regenerieren. Ich hatte gerade einen kleinen Schock. Oh, guck mal, das ist ein Stego-Baby. Ach, wie süß. Wo haben die das denn her?
Oh, da kommt noch ein Stego-Baby, oder? Noch kleiner. Wie süß sie das auch beschützen im Wasser vor Crocs. Ach, das ist so niedlich. Die beiden Eltern. Man sieht einfach nur Stacheln im Gras, so klein ist der. Oh, sweet. Hallo. Guck mal. Oh, der ist echt süß. Oh Gott, jetzt geht's ab hier. Vor uns ist auch irgendwas. Sind denn die anderen erwachsenen Stegos eigentlich? Wir waren doch mal mehr. Ist doch noch relativ hell. Ich weiß halt nicht, ob Night Vision das Richtige ist. Da hinten sind die Raptoren. Wir werden echt verfolgt. Oh nein, der greift was an, oder? Das sind zwei Kanus. Wäre was zu trinken. Oh. Was haben wir denn hier? Ceratus, oder was sind das? Okay. Die haben da auch gerade getrunken. Sollte das Trinken eigentlich sicher sein, dann mache ich es auch mal schnell machen. Das war wohl doch nicht so sicher. So ein Mist. Oh Mann, ey. Einmal nicht auf die Stegos gewartet. Zack, ist man tot. Ja, Leute, falls euch das Video gefallen haben sollte, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Ist auch ganz wichtig, dass ihr liked, weil dann weiß ich, dass ihr mehr davon sehen wollt. Und dann würde ich auch mehr davon produzieren. Hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Lasst gerne auch einen Kommentar da, da würde ich mich auch drüber freuen. Mit Tipps und sowas. Tipps sind immer super für The Isle, weil ich mich nicht so gut auskenne. Aber ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.